Also, ganz herzlich willkommen hier im Stadtarchiv. Freut mich, dass Sie die Einladung angenommen haben. Das Stadtarchiv präsentiert zum Tag der Archive am 7. März eine kleine Archivalienausstellung zum Thema Kommunikation von der Depesche bis zum Tweet, in der wir ganz viele unterschiedliche Quellen zu diesem Thema aus der Krefelder Stadtgeschichte präsentieren werden. Dazu gehören zum Beispiel Quellen zur Postgeschichte Krefelds oder zur Verkehrsentwicklung Krefelds. Besonderheit Krefelds, die vielleicht nicht jeder Krefelder kennt, ist der Krefelder Flughafen, der in den 20er Jahren hier betrieben wurde. Oder zum Beispiel zum Aufbau der Telegrafie oder der Einrichtung von Telefonen in Krefeld. Das sind so ein paar Beispiele von Quellen, die wir da präsentieren werden. Wir öffnen unsere Türen und jeder Interessierte hat die Möglichkeit, sich das Archiv einfach mal anzuschauen, auch die Gebäudeteile anzuschauen, die ansonsten geschlossen sind, zum Beispiel das Magazin.